Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Bei medizinischen Beschwerden zu einer Nadel greifen und diese dann an verschiedenen Stellen im Körper einführen, damit es uns danach besser geht. Wenn ich das so formuliere, klingt das natürlich im ersten Reflex nicht gerade nach etwas, das man empfehlen würde, aber zum Thema Akupunktur gehört natürlich ein bisschen mehr als das. Unser heutiges Thema Akupunktur wird immer beliebter, nicht nur im fernen Osten, sondern auch hier bei uns in Österreich. Wie funktioniert das jetzt mit den Nadeln? Was bringt Akupunktur wirklich? Bei welchen Problemen kommt sie zum Einsatz? Und wie lässt sie sich mit der sogenannten westlichen Medizin verbinden? Dazu begrüße ich meinen Gast, Dr. Michaela Klausner. Sie ist Fachärztin für physikalische Medizin und Rehabilitation vom OptimaMed Rehabilitationszentrum Perchtoldsdorf. Sie kümmert sich dort und in ihrer Praxis um Akupunkturbehandlungen. Schönen guten Tag, Frau Dr. Klausner. Ja, grüß Gott. Frau Doktor, wenn wir uns jetzt Akupunktur mal zu Beginn ansehen, das Grundprinzip, was ist da die Grundlage dahinter? Warum macht man das? Naja, das kommt darauf an, ob Sie die chinesische Erklärung haben wollen oder die schulmedizinische. Die chinesische ist ein bisschen verwirrend. Da geht es um Meridianflüsse, Energie, pathogene Krankheitserreger oder Faktoren wie Wind und Hitze und Schleim. Also das Ganze ist ein bisschen ein für den Westler etwas konfuses Erklärungsmodell. Mhm. Und die Schulmedizin hat sich dann dem Ganzen angenommen und hat das versucht in Studien und histologisch und mikroskopisch aufzuarbeiten und ist dann zu verschiedenen Schlüssen gekommen. Nämlich das eine, dass sehr viele Akupunkturpunkte zum Beispiel Muskeltriggerpunkte sind oder Faszienhauptpunkte, beziehungsweise bei den Akupunkturpunkten auch so Faszienlücken sind, wo Gefäßnervenbündel austreten und das dann unter anderem dadurch funktioniert, dass Durchblutung gefördert wird, dann das vegetative Nervensystem entspannt wird, also der Parasympathikus, und dass auch Botenstoffe ausgeschüttet werden, also Neurotransmitter, das heißt, es ist quasi auf der Molekularebene auch nachweisbar, dass sich was tut. Das heißt, damit kann man eigentlich schon medizinisch die ganzen Bewegungsapparatwirkungen eigentlich relativ gut erklären. Warum das jetzt bei Wechselbeschwerden so gut funktioniert oder bei Allergien, ist wahrscheinlich dann ein bisschen schwieriger, aber ja. Da schauen wir uns noch gleich genauer an, dann, wofür Akupunktur jetzt geeignet ist und wofür nicht, ja. Gut, das heißt, da kommt ein Patient, eine Patientin zu Ihnen, sagen dann zu Ihnen auch, ja, ich hätte gern Akupunktur, oder geht es da zuerst darum, einmal festzustellen, was die Leute haben, und dann sagen Sie als Ärztin, ja, da ist Akupunktur zu empfehlen. Wie läuft das ab normalerweise? Im Rehab-Zentrum kommen die Leute primär zur Reha und die Rheuma-Patienten dürfen Akupunktur automatisch haben. Das heißt, im Rehabilitationszentrum kommen sie mal zum Erstgespräch für Akupunktur. Mhm. Dann klopfe ich mal ab, ob sie Akupunktur kennen, ob sie schon Erfahrungen haben, beziehungsweise ob sie Akupunktur überhaupt wollen. Und wenn das der Fall ist, dann erkläre ich Ihnen kurz, was Sie halt wissen wollen, beziehungsweise Fragen, und dann vereinbart man schon die erste Akupunktur. Wenn die Leute in die Orde kommen, dann kommen sie eigentlich meistens schon mit der Idee, dass sie Akupunktur wollen, beziehungsweise manchmal oder andererseits kommen sie dann auch mit Beschwerden am Bewegungsapparat, und dann kann ich halt Ihnen sagen, in dem Fall ist Akupunktur gut oder in dem Fall ist was anderes besser. Okay, wir haben jetzt schon ein paar Punkte angeschnitten, bei welchen Beschwerden Akupunktur hilft. Was sind denn so die klassischen Einsatzbereiche, wo Sie sagen, ja, da würden Sie Akupunktur anwenden? Also generell Bewegungsapparatbeschwerden gehen normalerweise sehr gut. Also Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, je nachdem, wie stark das Gelenk abgenützt ist. Aber auch bei Arthrose gibt es eigentlich erstaunlich gute Erfolge. Mhm. Dann Wechselbeschwerden, also Hitzewallungen beim Wechsel, die gehen wahnsinnig gut. Allergien, also diese typischen Bindehautentzündungen und Schnupfen, also quasi auf allergische, auf Kräuterreaktion, Pollen und Gräser. Ja. Oder was haben wir denn noch? Also prinzipiell Funktionsstörungen, Facialisparese, Gesichtsnervlähmung zum Beispiel, wenn die nicht von einem Virus ausgelöst wird, sondern quasi idiopathisch, also einfach so passiert. Mhm. Das ist auch eine ganz gute Indikation. Und Migräne. Migräne geht auch sehr gut. Und was auch ein eigenes Ressort ist, sind Infekte, also chronische Infekte beziehungsweise Infektanfälligkeit bei Kindern zum Beispiel. Da kann man auch Laserakupunktur machen. Also Immunsystem stärkend, mache ich auch vor Impfungen zum Beispiel. Gibt es auch Kontraindikationen, wo Sie sagen, na, da auf keinen Fall, also da dürfen wir nicht mit Akupunktur ran?
Naja, Kontraindikationen im Sinne von, dass es die falsche Diagnose ist. Also wenn jetzt jemand einen akuten Infekt hat, im Sinne von vielleicht sogar fieberhaft, beziehungsweise wenn es dem eigentlich nicht gut geht oder wenn der eigentlich primär Schulmedizin braucht, dann würde ich jetzt nicht mit Akupunktur anfangen. Okay. Weil Blutverdünnung ist relativ, wenn man sticht ja mit sehr dünnen Nadeln und sehr oberflächlich, also Blutverdünnung ist eigentlich kein Thema. Gut, dann schauen wir uns die Praxis an sich mal an. Da werden ja tatsächlich dann Nadeln eingeführt. Wie schmerzhaft ist das für die Menschen? Spüren die das? Ist das was, wo sie sagen, ja, da muss man sich schon ein bisschen auf was einstellen? Oder soll das normalerweise schmerzfrei ablaufen? Naja, das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil das ist extrem unterschiedlich. Mhm. Also die Nadeln selber sind super dünn. Die sind wirklich ganz, ganz kleine, feine Dinger. Und es ist aber so, dass bei einem und demselben Patienten ein Akupunkturpunkt in einer Woche unangenehm sein kann beim Stechen und in der nächsten Woche spürt er es kaum. Wobei, wenn die Nadeln mal drinnen sind, tun sie gar nicht weh. Und es ist so, dass in manchen Akupunkturschulen sowieso gefordert wird, dass bei jedem Punkt ein sogenanntes Tai-Chi-Gefühl ausgelöst werden muss. Das heißt, dass man die Nadel stimuliert, bis das den Patienten Einfahrt unter Anführungszeichen, also dass er eben so einen intensiven Reiz spürt. Mhm. Gibt auch viele Akupunkteure, die sagen, ohne dem funktioniert es gar nicht. Ich weiß es nicht, ich mache also seit über 10 Jahren ohne spezielles bei jedem Punkt Tai-Chi-Gefühl auslösen und funktioniert auch gut. Ich finde es einfach weniger schmerzhaft, geht auch. Wir haben schon vorher kurz über die Nadeln gesprochen. Sie sagen, die sind wahnsinnig dünn. Gibt es da Varianten? Setzen verschiedene Akupunkteure da verschiedene Nadeln ein oder sollte das eigentlich immer das Gleiche sein? Also prinzipiell sind sich die Nadeln alle extrem ähnlich. Dünn sind sie alle. Es gibt chinesische Nadeln, die ein bisschen weniger Schliff haben. Das heißt, die sind eine Spur stumpfer vorne. Die Sarin-Nadeln sind sehr spitz, die gehen ein bisschen leichter durch die Haut. Aber im Wesentlichen ist es ziemlich gleich, vor allem weil im Westen die Nadeln alle steril sein müssen. Also die sind alle steril, werden verwendet und werden dann weggeschmissen. Mhm. Weil in China werden die Nadeln eigentlich in eine sterile Lösung geworfen und dann wiederverwendet. Das geht in Europa nicht. Also das heißt, die Nadeln sind eigentlich ziemlich gleich. Es gibt nur unterschiedliche Längen. Das heißt, die Akupunkturnadeln sind ein bisschen kürzer und noch ein bisschen feiner. Und die Körperakupunkturnadeln, da gibt es unterschiedliche Längen. Also man kann schon auch sehr tief stechen, wobei das auch meistens eher mehr die Chinesen machen als wirklich die Europäer. Okay. Ja, die sind da ein bisschen... Die sind da härter im Nehmen anscheinend, oder? Oder ein bisschen härter im Geben, ja. Ja, sowohl als auch. Ja, genau. Gut, jetzt haben wir da verschiedene Geschichten angesprochen, die mit Akupunktur behandelt werden können. Wie oft und wie lange muss ich das dann machen? Ich schätze mal, da gibt es schon Abstufungen, oder? Also das ist nicht eine Prozedur für alle Beschwerden. Nein, das ist unterschiedlich. Also akute Beschwerden wie akuter Hexenschuss oder Nackenverspannungen, da reichen oft 1-2 Behandlungen. Mhm. Wenn es ein chronisches Problem ist, also bei Allergien ist es so, dass man vor der Allergiesaison anfängt, also ein paar Wochen bevor die Pollengräser auftreten, da macht man normalerweise auch ein paar Mal. Also die klassische Akupunkturserie ist 10-mal. 10-mal brauche ich bei den Bewegungsapparat Sachen. Was auch noch der Fall ist, also zum Beispiel Wechselbeschwerden gehen auch meistens ein bisschen schneller. Aber es ist schon so, dass die Akupunktur eine eher langsame Behandlungsform ist. Das heißt, man muss es ein paar Mal machen, im wöchentlichen Abstand, um zu wissen, wie gut man darauf reagiert. Also gerade bei den chronischen Rückenschmerzpatienten, wenn der seit 20 Jahren Rückenschmerzen hat, dann wird er nach 2-mal Akupunktieren vielleicht eine Besserung verspüren, aber realistischer ist, dass es erst nach 5-6 Mal einsetzt. Also das braucht oft ein bisschen. Okay, also das ist kein Zaubermittel, einmal rein, einmal Nadel rein und geht schon, sondern das ist einfach, da muss man dem Ganzen Zeit geben. Gibt es eigentlich auch Nebenwirkungen, auf die ich mich als Akupunkturpatient oder Patientin vielleicht einstellen muss? Sachen, die normal sind, dass das vielleicht auch vorkommt? Also, dass man aufpassen muss, prinzipiell als Arzt ist, dass man natürlich bei Brustkorb und so weiter vorsichtig ist und entsprechend die Nadeln setzt, dass man nicht zur Lunge kommt. Mhm. Aber das passiert zum Glück extremst selten. Ansonsten, was halt sein kann, kleiner blauer Fleck da, wo man eine Nadel bekommen hat, weil halt ein kleines Blutgefäß verletzt wurde, beziehungsweise man muss halt natürlich auch aufpassen, wo die Nerven laufen, aber ich meine, nachdem das normalerweise Ärzte machen, lernt man das ja alles. Ansonsten zu den normalen und Anführungszeichen Nebenwirkungen. Es ist oft so, dass man speziell nach der ersten Akupunkturbehandlung recht müde ist nachher. Mhm. Also speziell am Abend vom selben Tag, dass man vielleicht wirklich früher ins Bett fällt, weil einfach der Sympathikus runterreguliert wird und der Parasympathikus unterstützt und der ist ja für Regeneration und Ruhe zuständig. Und
Es gibt manchmal auch, kann es eine Art Erstreaktion geben, dass halt der Körper anfängt zum Arbeiten und dass die Beschwerden sich kurzzeitig intensivieren und sich dann erst bessern, beziehungsweise dass man zuerst keine Wirkung merkt und sich das im Laufe von den nächsten Tagen nach der Akupunkturbehandlung einstellt. Also okay, aber das ist ungefähr die Bandbreite. Das, wo man sagt, das ist in der Bandbreite, das kennen Sie, das ist normal, wenn Leute das so erleben. Ja, also okay. Wie soll ich sagen, manchmal gibt es, wenn man im Kopfbereich nadelt, dass die Leute kurzfristig ein bisschen schwindelig werden oder vielleicht ja ein Glas Wasser brauchen, aber ja. Aber nichts Gröberes. Nein. Ich möchte noch einmal auf einen Punkt kommen, den wir zu Beginn angesprochen haben. Die Akupunktur kommt ja aus der traditionellen chinesischen Medizin, also TCM, diesen Begriff kennen ja viele Leute inzwischen auch schon im Westen, um das mal so zu sagen. Ja. Wenn wir es jetzt wirklich ganz, ganz grob umreißen, wo liegen denn die größten Unterschiede zwischen TCM und dem, was wir als Medizin kennen? Naja, in der traditionellen chinesischen Medizin hat der Patient den Arzt bezahlt, wenn er gesund geblieben ist. Also die Grundidee von der Akupunktur bzw. von der TCM ist, dass man eigentlich die normale Regulationsfähigkeit und Heilungsfähigkeit des Organismus am Laufen hält und dass dadurch derjenige mit Reizen und Einflüssen besser zurechtkommt. Das heißt, wenn man es jetzt ein bisschen auf hier ummünzt, sie funktioniert besonders gut bei Funktionsstörungen, also wo man Beschwerden hat, aber die Strukturen noch in Ordnung sind und es ist eine Störung der Funktion. Also man hat Beschwerden, aber es ist noch nichts kaputt. Wenn jetzt irgendwie Strukturen schon geschädigt sind, dann kann man es unterstützend verwenden, aber es wirkt halt natürlich nicht so gut. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden mit Bandscheibenvorfall hat, dann wird man den Bandscheibenvorfall per se nicht beheben können natürlich, aber die Muskel- und Faszienverspannungen und das, was zusätzlich Schmerzen macht, beziehungsweise die Schmerzverarbeitung kann man mit Akupunktur zusätzlich positiv beeinflussen. Jetzt ist ja Akupunktur nur ein Aspekt von TCM, von der traditionellen chinesischen Medizin. Was ist denn da noch erwähnenswert, wo Sie sagen, ja, das gehört da schon auch irgendwo dazu, zu dem Ganzen, wenn man über Akupunktur spricht? Naja, die Akupunktur ist eben ein Teilbereich der traditionellen chinesischen Medizin, die mehrere Säulen hat. Und das heißt unter anderem Qigong, also quasi eine Bewegungslehre, dass der Patient oder der Mensch sich selber bewegt, dann das Tuina, eine spezielle Massage, die auf Meridianen fußt und natürlich die Kräuterbehandlung, das heißt die TCM-Kräuter, die dann zum Einsatz kommen, wenn es jetzt Erkrankungen sind, die tiefer liegend sind, also aus der TCM-Sicht und die man mit Akupunktur alleine nicht ausreichend gut behandeln kann oder vielleicht in dem Fall sogar eigentlich weniger sinnvoll ist, also irgendwelche Mangelerkrankungen, Mangelerscheinungen energetisch gesehen, die muss man mit Kräutern auffüllen. Da ist Akupunktur oft ein bisschen zu wenig alleine. Jetzt sind Sie ja klassisch ausgebildete Ärztin, wenn ich das so sagen kann. Ja, Sie behandeln aber auch nach TCM, ja. Sie kennen sich da aus. Lässt sich das im Berufsalltag leicht vereinen in Österreich oder wie handhaben Sie das zum Beispiel? Das kommt in Wirklichkeit darauf an, wo man arbeitet. Also im Rehab-Zentrum habe ich den Luxus, dass ich das bei den Rheuma-Patienten fix machen darf und bei den anderen Patienten, wenn es sich zeitlich ausgeht, also wenn wir quasi die normale Arbeiten erledigen und dann zusätzlich noch Arbeitszeit übrig haben, darf ich die Patienten auch mit Akupunktur behandeln. Das kann man sich dann so einteilen. Beim niedergelassenen Bereich, also wie ich Kassenordi vertreten habe im Allgemeinmediziner, ist Akupunktur schwierig, weil man sehr wenig Zeit hat für den Patienten und der Patient ja mit den Nadeln 20, 30 Minuten ruhig liegen muss. Das heißt, da braucht man eigentlich relativ viel Zeit. Man kann sich ein bisschen behelfen, weil man kann die Akupunkturpunkte auch quaddeln, also mit einer Spritze, so eine kleine, ein bisschen Xylospritzen, das funktioniert auch ganz gut, aber das ist quasi wie ein bisschen abgewandelt. Das funktioniert im Kassenbereich dann besser, weil da geht es halt sehr auf Schnelligkeit. Und im Wahlarztsektor kann man sich austoben, weil die Leute kommen ja zum Wahlarzt, weil sie halt wirklich Zeit haben wollen mit dem Arzt und die Dinge in Ruhe besprechen und halt vielleicht Behandlungen, die im Kassensystem jetzt nicht so vorgesehen sind, weil sie einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und es wird mittlerweile eigentlich auch ein bisschen zumindest refundiert. Also die Leute kriegen zwischen 10 und 15 Euro refundiert pro Akupunkturbehandlung. Das ist jetzt nicht die Welt, aber zumindest kriegen sie irgendwas. Und es gibt auch eine Akupunkturambulanz am Rosenhügel, wo die Leute wirklich auf Kasse Akupunktur bekommen. Da sind die Wartezeiten entsprechend lange, also ich glaube bis zu einem Jahr. Okay. Aber das ist von der Österreichischen Gesellschaft für Akupunktur geleitet und das sind super Top-Akupunkteure. Also da
kann man auch auf Kasse quasi eine Akupunkturserie bekommen. Wenn ich jetzt auf der Suche nach einer Akupunkturbehandlung bin, worauf sollte ich da achten? Woran erkenne ich seriöse Anbieterinnen und Anbieter von Akupunktur? An sich ist in Österreich so, dass nur Ärzten die Akupunktur erlaubt ist. Ausnahme sind die Hebammen im Rahmen von der Geburtsvorbereitung. Mhm. Aber an sich ist es so, dass es gesetzlich geregelt ist, dass eben nur Ärzte akupunktieren dürfen, damit sie halt die entsprechende Grundausbildung haben. Und dann gibt es eben entsprechende Diplome, also Österreichische Ärztekammer zertifizierte Diplome für Akupunktur, die der Arzt dann absolviert. Und mit dem Diplom quasi ist er dann hat eine Berechtigung und dann kann es auch von der Kasse eben refundiert werden. Also das ist dann eigentlich für den Patienten die Sicherheit, okay, das ist ein ausgebildeter Mediziner und er hat die Akupunkturausbildung nach einem zertifizierten Diplom gemacht und nicht in 3 Wochen Entkursen quasi. Gut, also das sollte dann einfach schon klar auf der Homepage oder irgendwo ersichtlich sein. Ja, das ist ein Arzt, eine Ärztin, die darf da Akupunktur anbieten, wenn ich auf der Suche bin. Genau. Okay. Und es gibt eben auch die Österreichische Gesellschaft für Akupunktur, die Österreichische Gesellschaft für kontrollierte Akupunktur. Das sind eben Akupunkturgesellschaften, die die Ausbildung machen und die auf ihren Homepages entsprechend Arztsuche anbieten, wo man halt sieht, welche Ärzte dort die Ausbildung gemacht haben und das Diplom absolviert haben. Sehr gut. Das ist also die erste Anlaufstelle, wenn Sie da auf der Suche sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Doktor, wie wird es in den nächsten Jahren, glauben Sie, mit Akupunktur weitergehen? Wird das breiter angewendet in Zukunft? Bleibt das so ein bisschen eine Nische? Wie schaut es da aus, glauben Sie? Naja, also ich glaube und ich hoffe, dass das eigentlich vielleicht auch ins Kassensystem Eingang findet, weil in Deutschland wird es besser refundiert und wird schon mehr gezahlt und akzeptiert vom Kassensystem als in Österreich. Und ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung, weil man eben wirklich mit erstaunlich wenig Nebenwirkungen Dinge behandeln kann, wo es mit Medikamenten vielleicht gar nicht so gut funktioniert, beziehungsweise Medikamente ja auf den Organismus oft mehr Nebenwirkungen haben als eine Akupunkturnadel. Also wäre gut, wenn das vielleicht wirklich mehr sich ausbreiten würde. Es ist aber so, dass Akupunktur jetzt mittlerweile schon viel bekannter ist, weil ich habe eben die Ausbildung 2005 gemacht. Und damals war es schon etwas bekannt, aber mittlerweile kennen sie wirklich fast alle. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, das ist also wenn man Akupunktur sagt, die Leute wissen normalerweise, wovon man spricht. Das Gefühl habe ich. Genau. Auch, ja. Vielen Dank an Dr. Michaela Klausner, meinen Gast heute beim Podcast über Zoom zugeschalten, für diese sehr spannenden Einblicke zum Thema Akupunktur. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed.